Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Midnight Club. Ja, ich habe mir den Skyline jetzt gekauft, denn wir haben die Stufe 3 freigeschaltet. Und da hatte ich jetzt Bock drauf. Nein, du hörst bitte auf mit Labern. Bitte. Das Spiel, es labert mir zu viel. Diese ständigen Anrufe. Und ja, genau, ich habe den gekauft. Ich bin eben 3 Runden mit einem Firebird gefahren, den wir freigeschaltet haben. Und ich bin ausgerastet. Ich bin echt ausgerastet, weil das war mit Abstand. Ohne Mist, es war mit Abstand die allerschlechteste Karre von allen, die ich je gefahren bin in diesem Spiel. Weil, Alter, war die schlecht. Sorry, Leute, aber die war ja so schlecht. Also, das war echt nicht feierlich. Die hatte keinen Saft. Die ließ sich scheiße steuern. Die sah geil aus. Aber die habe ich gleich verkauft. Habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf auf dieses Müllding. Deswegen fahren wir jetzt mal mit unserem Skyline, um warm zu werden. Verpisst euch mal hier. So, dieses wunderschöne Rennen. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, wie ich mit dem Skyline in dem Spiel klarkomme. Denn ganz ehrlich, in Need for Speed ist das ja wohl das absolute Highlight. So, was muss ich machen? Jawohl, endlich. Ein Auto. Ohne Mist, ich bin gerade im Firebird gefahren, du bist beim Start losgefahren und du kamst nicht hinterher. Du kamst gar nicht hinterher, die sind einfach losgefahren und waren erstmal so weit vorne. Und selbst wenn du einen Abschnitt mal fehlerfrei hingekriegt hast, hattest du keine Chance, da irgendwie mal dran zu kommen. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich denn hier überhaupt hin? Ja, wir fahren ja immer mega kacke, ne? Okay, die nächste große Straße links und dann einfach geradeaus. Und es war gerade so frustrant. Wo ist denn die nächste große Straße links? Die Map sieht halt anders aus von hier oben. Die nicht doch. Die jetzt links. Hä? Das sieht doch ganz anders aus. Willst du mich verarschen? Das ist schon wieder so ein Beschiss. Da kann man nicht durch, oder was? Da kann man nicht durch. Das ist scheiße. Da kann ich ja jetzt... Nee, geradeaus durch, dann links, dann wieder rechts. Oder so ähnlich. Naja. Ja, ich bin natürlich jetzt noch ein bisschen in Rage, weil das hängt natürlich nach. Der hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Alter, vor allem ich habe so viel Zeit auch rein investiert, den zu tunen. Der war optisch wirklich ein Highlight. Der sah gut aus. Das ist ja... Danke. Optisch bedeutet... Aber Gott, fuhr der sich scheiße. Haha, Nummer 1. So, Skyline, ne? Kannst du machen, was du willst. Skyline einfach geil. So. Zurück zur Spritztour. Ja, bitte. Sollen wir hier den nächsten, oder was? Zack. Die Cops sind hier. Treffen wir uns an einem anderen Ort. Finde ich gut. Wir machen einfach mal ein paar Rennen. Wir müssen sowieso die Rap-Punkte aufsammeln. Von daher ist es überhaupt kein Problem, einfach alles zu fahren, was uns hier in der Stadt vor die Linse kommt. Die haben natürlich alle keinen Respekt vor uns, weil wir keine Abziehbildchen auf unserem Auto haben. So, endlich wieder Midnight Club Feeling. Eine Karre, die mal ein bisschen Stoff gibt. Ne, warte mal. Das ist doch wieder die Finte hier. Da wird mir wieder suggeriert, ich soll da lang fahren. Das stimmt gar nicht. Ey, die Kirche. Lass da mal die Kirche im Dur. Ja, da brauchen wir NOS. Da wäre die nächste Tanke. Da könnte ich eventuell durchfahren, mir ein paar Chips holen. Oder Sixer Bier oder so. Ah! Du willst den Baum nicht mitnehmen, was gar nicht so schlimm ist. Und dann fährst du instant in den Gegenverkehr rein. So ein Schwachsinn. Jawohl, die Bullen kommen. Haltet mal die da vorne auf. Skyline auf jeden Fall. Jawohl. Präzises Driftverhalten. Sogar wesentlich besser. Haben leider noch nicht so viele Upgrades reinbauen können, weil wir die noch nicht freigeschaltet haben. So, Agro-Mod haben wir hier auch drin. Ich hatte eben irgendwie so einen anderen Schlag drin. Der war mega blödsinnig. So, hier. Also ganz ehrlich, dass man diese Laternen nicht umfahren kann, sondern immer so komisch abprallt.
Das hätten sie anders machen können. Irgendwie anders. Ich finde das Prinzip dahinter nicht gut. Das, dieses Dong. Ja, dieses Dong, ihr wisst schon. Nee. Ich habe irgendwie das Gefühl, es bremst mich zu sehr aus und... Aber irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht. Sodale. Der da vorne, der will auf den Deckel, ne? Der will auf den Deckel, der kriegt auf den Deckel. Agromod ist voll. Agromod wird. Geh. Nicht gezündet. Brauchen wir nicht. Erste Runde von Fürth Franzis. Meine Güte. Ist es dir schon mal aufgefallen, dass es gewisse Spiele gibt, wo ich aggressiver wäre? Bei Shootern oder so passiert das eher selten. Kann man das so pauschalisieren? Glaub nicht. Glaub nicht. Aber gerade bei Rennspielen, die dann irgendwann so... Ah, die haben den besseren Weg. Ja, dreh dich doch noch ein paar Runden vor mir. Oh, 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 ich dreh mich vor dir. Du schubst mich. Der Weg, den die gefahren sind, war der bessere. Yo, du Arschkrampader. Ja, ich bin schuld. Deine Mutter ist schuld, dass sie dich ins Leben geschissen hat, du Arschkrampe. So, ich glaube, ich muss jetzt mal hier die Rage-Time aktivieren. Ja, ja, er hat wieder ein bisschen Noss. Okay. Das war schlecht. Die Rennen werden mir wirklich einfach jetzt zu knifflig. Das ist einfach... Ich mag eher so Strecken, wo das wirklich abgegrenzt ist, wo du weißt, wo du langfährst. Hier einmal falsch abgebogen, das ist einfach schon dein Todesurteil. Und diese Laternen. Gott, gehen mir diese Laternen auf den Zeiger. Ja, okay, du hättest es, man hätte es schaffen können. Hätte ich jetzt Glück gehabt und ich wäre vorher an der Fassade so hängen geblieben, dass ich abgeprallt wäre, aber es ist dieser Mikrometer, den ich leider zu viel rutsche. Jetzt hätte ich direkt am Anfang gerne einfach meinen Rage-Mod. Jetzt hier voll drinne. Krieg ich nicht. Ich glaube, ich muss am Anfang wieder ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten. Da ist reingefahren, ich hab's genau gesehen. Speedtechnische relevante Ausfälle hat er davon nicht. Okay. Ich bin auch gerade wieder zu aggressiv. Aggressiv darf ich nur sein, wenn ich die R1-Taste drücke. Guck dir das an, der Gegenverkehr bleibt aber auch gerne mal bei dem Typen. Boah, ich dachte, du bist einer von uns. Bei uns stehen, ne, hier. Gegenverkehr weicht den Kollegen aus, bei mir eher so nicht. Alter, der hat aber auch einen geilen Drift hingelegt, das muss man einfach mal respektieren. So, hier auf jeden Fall die Abkürzung nehmen. Yes! Oh, der Skyline ist einfach geil, ohne Mist, ey. Ich hatte jetzt den Mazda, den ich geil finde, und der Firebird, das ist, boah. Und jetzt diese Karre hier ist einfach genau das, was ich jetzt brauchte. Einfach meine Karre, die sich wieder geil steuert. Die Bums hat und vor allem, wenn du einem hinten reinfährst, die einfach ein bisschen Widerstand bietet. Und dann, dass du nicht wie so ein Ballon einfach nur rumflabberst. Das Skyline ist einfach in jedem Spiel ein Highlight. Erstmal kurz wieder Einführungsphase, ne? Aber wenn du einmal drinne bist. Es ist ein Traum. Da kann man sagen, was man wolle. Es ist einfach der Traum vom Apfelbaum. So, warte mal. Wie kann ich da jetzt drüber brettern? Die Strecke kommt einem bekannt vor, ne? Die haben wir schon das eine oder andere Mal gefahren. Da konnte ich durch. Das war's. Victor! Ich komme. Ah! Ich muss auch lernen, einfach mal ganz kurz abzubremsen. Jetzt sind wir schon ungefähr in den Speed-Regionen, wo man eben auch mal so eine kurze Abbremsung wieder rausholen kann, weil die Beschleunigung von der Karre eben einfach süß ist. Sie ist süß. Sie ist jetzt noch nicht so, dass du sagst, oh geil,
Nein, jetzt weiß ich nicht, warum ich süß gesagt habe. Ich habe aber jetzt süß gesagt. Ich muss auf diesem Adjektiv aufbauen. Ich kann es nicht von mir abstreifen. So, jetzt darf ich gleich die Abkürzung nicht verpennen. Das ist alles für den Arsch gewesen. So, wo ist sie? Nee, das ist sie nicht. Nee. Oh, diese Laternen, ey. Ein Unfall. Jo, mach ruhig langsam. Du hattest rot, du Arsch. Ich weiß, ich halte mich auch nicht dran, aber ich denke, er würde mich auch beschimpfen. Manchmal ist es gar nicht so verkehrt, einfach die Laterne direkt mitzunehmen. Dann weißt du, dass du wenigstens keine Fassade mitnimmst. Manchmal ist es ja auch clever, auf der Autobahn einfach mal einen kleinen Unfall zu provozieren. So ganz leicht. So, wollte ich ja gar nicht. So, dass der Gegenverkehr einfach auf der Straße steht und den Weg blockiert. Ich hab dich gehört, Schnecke. Jetzt brauchen wir ein bisschen Nost. Da habe ich zu viel abgebremst. Beim Rage-Aggro-Mod muss ich auch immer dran denken, dass ich den drücke, wenn ich ihn brauche, und dann sofort wieder deaktiviere. Ich glaube, dann kann ich unten die Aufladeleiste relativ oben halten. Wenn ich das so richtig... Oh, wo fahren die denn lang? Das ist doch völlig verkehrt. Völlig verkehrt. Ihr kennt euch ja gar nicht aus, ihr Lappen. So, weg da. Jetzt kommt Matzi. Quatsch. Oh, ich hasse ihn. Los! Was? Ich bin nicht Zweiter geworden. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Sorry, das glaube ich nicht. Ich habe Rage-Time aggressiv reingedroschen. Aggressiv habe ich die R1-Taste gedrückt. Habe ich jetzt wiederholen gemacht? Nee. Nein, ich habe nicht wiederholen, oder? Ich will vorspulen. Ganz weit vorspulen. Geht das irgendwie? Nächste Kamera, Kamera wechseln, Bild vor. Bild vor, weiter. Ach, geht nicht. Es geht nicht. Ich muss bis zum Ende durchhalten. Ja gut. Das machen wir natürlich nicht. Aber der ist eindeutig links neben mir in die parkenden Autos reingedonnert, ne? Eindeutig. Also, ganz ehrlich. PlayStation 3, beschiss. Oh ja, es war ein bisschen gleich. Also, und natürlich haben sie mir wieder irgend so ein Opa vors Gesicht geschissen. Aber ist kein Problem. Ja. Es ist doch kein Problem! Ich muss mir auf jeden Fall mein Akku... Egal, diese kleinen Rückschritte im Leben, die ich heute seit einer halben Stunde erleiden muss, die machen mich nur stärker. Ui. Aber ganz ehrlich, ich find's auch geil. Ich find's auch geil, dass es so schwer ist. Ich habe mal geguckt, wie viele Hauptmissionen es gibt. Das sind 80. Genau, 80. Wir sind jetzt ungefähr so bei Ende 30. Und es ist jetzt schon so schwer, dass ich abkotze. Vielleicht sind wir echt vom Level ein bisschen zu niedrig, dass wir erst noch Rap-Punkte sammeln müssen. Dass wir dann neue Upgrades freischalten. Was das natürlich dann wesentlich einfacher macht. Aber es ist sauschwer. So. Das wollte ich jetzt aber sagen. Eindeutig erster hier. Eindeutig. So, nächstes Rennen. War doch gar nicht so schwer. War auch schön kurz. Knackig, prägnant, auf den Punkt gebracht. Warum sind die Türen nicht lackiert? Ich meine, ich habe mir die Karre gekauft und hatte echt kein Geld mehr. Ich habe alles in Upgrades gehauen, deswegen ist sie auch die Standardlackierung. Aber jetzt mal ehrlich, bei den Türen hätten wir doch auch die Lackierung noch machen können. Yep.
Out of fucking mind. Komm, gib mir Noss. Feuer. Ne, meine ich. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Mach weg. Woohoo! Ach, ich bin entspannt. Ich bin wieder im Rasen drin. Apropos Rasen. Ich habe jetzt in meinem kleinen Garten, den ich hier habe, Rasen gesät. Vor 3 Wochen. Und da kam nichts. Wirklich gar nichts. Und heute kam ich nach Hause und habe mir gedacht, ach komm, bewässerst den mal. Und dann bin ich mal ganz, ganz auf die Knie gegangen und habe aus dem spitzesten Winkel zum Rasen geschaut. Und da sehe ich tatsächlich, wie der jetzt langsam keimt. Und das war so schön, dass ich ihm jetzt eine reindrücke. Ich hoffe, ich fahre noch richtig. Also ganz ehrlich, bis jetzt, ich habe jetzt alles mal ausprobiert, außer den Fokus. Das stimmt, den habe ich noch nicht ausprobiert. EMP-Schlag, ja, kann man machen. Dann dieser komische andere Schlag, der ist völlig nutzlos, meines Erachtens. Völliger Blödsinn. Und Akromod, Highlight. Highlight, es passt auch einfach zu meiner Spielweise. Akro. Und dann schön, das ist einfach der Arschtritt, den du verteilst. Das ist genau das, was man will. Einen fetten Arschtritt, wenn er dich nervt. Ist gut, gefällt mir. So. Was? Ich bin nicht fett. Deine Mutter ist fett. So, da hätte ich natürlich... Ja, er fährt durch die Tanke. Clever, clever. Hätte man natürlich durch die Tanke durchnossen können und sich gleich sein Fläschchen wieder auffüllen. So weit habe ich nicht gedacht. Zumindest in dieser Mikrosekunde, wo mir die Möglichkeit offen geblieben wäre. Mal lieber mal abbremsen. Manchmal habe ich mal das Gefühl, ich muss zwischen Betonwand und der Laterne durchfahren. Und dann gewinnt meist die Betonwand und nimmt mich mit. Es ist eigentlich doch besser, die Laterne direkt mitzunehmen. Es hat zu wenig Auswirkung. So, da ist das Ziel, ne? Würde man sagen, gehen wir mal los. Let's get ready. Wow. Yeeha. Geiles Rennen. Oh, nächster Rang bei 10.760. Wir kriegen ja nur 170 Reps. Das ist ja gar nichts. So, zurück zur Spritztour. Das war geil. Das hat Spaß gemacht. Was war denn das hier nochmal? Camaro Konzept. Wir gucken nochmal ganz kurz. Ich möchte eigentlich hier schon... Lowrider. Nein. Macht... Boah. Nee. Liefere 5 Fahrzeuge aus. Ja. Der erste mit 2 Siegen gewinnt. Valley Match. Mach das. Hallo, geht's noch? Sie sind in mich reingefahren. Das Downtown-Turnier ist eröffnet. Los, das war doch da drüben, oder? Downtown ist doch hier drüben. Oh nein! Mann, weil der mich zulötet mit seinem Blödsinn, ist die Polizei wieder hinter mir her. Oh. Das ist wirklich so richtig nervig, dass dieses PDA-Quatschgedöns da unten immer so prominent prangt und dass du dann deine Map nicht siehst. Und ich habe keinen Bock stehen zu bleiben und mir den Dünnsülz anzuhören. Na gut, aber das ist ein Spielkonzept. Es gehört dazu, die Polizei, die spannenden Verfolgungsjagden. Ich habe auch überhaupt eigentlich gar kein Problem mit den Verfolgungsjagden. Es ist nur so, wenn ich die abhänge, dass die wirklich ein halbes Jahrhundert mich noch suchen und dass ich nicht was anderes vorher machen kann. Mann, wie viel stehen denn hier rum? Das ist wirklich so ein Ding, was mich nervt. Wenn sie wenigstens richtig spannend wären. Es gibt selten gute Verfolgungsjagden in Spielen, oder?
Ich meine, wo war das? Die haben es ja auch bei Need for Speed Heat versucht. Und die waren ja so gähnend langweilig. Du bist ja nur geradeaus gefahren und sie haben dich trotzdem, egal was du für eine Highspeed-Karre hattest, sie haben dich immer bekommen. Das heißt, du musstest irgendwie ewig Kurven fahren, sie waren immer schneller als du. Und dann gab es halt immer irgendwelche Tricks, dass die ins Wasser fahren und du nicht. Und wisst ihr noch, was ich da mit meinem Drift-Auto? Keine Chance, ne? Du konntest gar keine 2 Meter geradeaus fahren, weil du dann wieder gedriftet bist. Und die Polizei, die hat dich einfach immer zugeschnappt. Das heißt, wann kam die Polizei? Ich glaube immer, ja, wechseln Sie ruhig einfach die Spur. Ich komme ja gerade nur, ne? Ich komme ja gerade nur vorbei. kein Ding. Ist ja völlig legitim. So, jetzt kann er mich aber langsam mal in Ruhe lassen. Jetzt kann er mich mal in Ruhe lassen. So. So, sorry, man. Dem muss ich eine mitgeben. Du stehst leider scheiße. Ja, sie haben mich verloren. Jetzt muss ich nur irgendwie noch entkommen. Oh, welche Pinke! Mann! Fahr geradeaus! Jetzt kommen sie wieder. Ein Fehler. Ist krass, ne? Es gibt irgendeine magische Geschwindigkeitsgrenze, wo du durch diese komischen Laternen durchploppst. Und eine, wo du dann eben für immer hängen bleibst. Verfolgen die mich denn jetzt noch oder nicht? Geil. Okay, das war echt geil. War ziemlich geil. Okay, reparieren geht anscheinend nicht, wenn die Polizei kommt. Und da sind sie wieder. Och, wie konnten die mich denn jetzt finden? Leute, es tut mir leid. Ich habe auch keine Lust auf diese, auf die scheiß Polizei. Ich habe echt auch gar überhaupt keine Lust. Am liebsten würde ich einfach zum nächsten Rennen. Die Rennen sind das Highlight. Das ist, der andere Müll hier mittendrin ist einfach nur der dreckigste Scheiß. Es ist scheiße. Es ist so kacke. Es gab ja auch bei Need for Speed Most Wanted, ne? Das kam ja vorher raus. Da war ja auch die Polizei. Das war geil! Wo ich gerade gesagt habe, fick dich doch. Es gab ja da Verfolgungsjagden, die waren richtig. Das war tatsächlich mal was, was geil war. Oder Driver. Die haben es gut gemacht. Das war spannend. Am liebsten würde ich aufgeben, damit ich dieses unnötige Scharmützel hier endlich mal beende. Genau, und da konntest du ja die Polizei ausschalten, indem du da Tankstellen ummietest, irgendwelche Werbeschilder auf die runterkrachen lässt. Und das waren geile Mechaniken, weil du dich wehren konntest und mit guten Manövern halt die abschütteln. Und guck, und da wäre zum Beispiel jetzt, die Polizei ist so weit weg. Warum zur Hölle verfolgen die mich genauso, als wenn sie gerade 3 Meter hinter mir wären? Ja, es ist immer noch. Und ich sehe sie gar nicht mehr auf der Map. Ich muss aber noch weiter wegrasen. Und ich entferne mich von meinem eigentlichen Ziel. So, jetzt erzählt er irgendwas. Und hier ist leider Map-Ende. Aber wir fahren trotzdem mal hier hin. Hier waren wir noch nicht. So, jetzt fahren wir den Weg natürlich wieder zurück, weil es keinen anderen Weg gibt. Und haha, wer kommt denn da? Die Polizei. Also sie sieht mich nicht. Brems! Die Polizei sucht. Yes! Oh geil, wir haben wieder was. Lass mich raten, sie biegt gleich hier rüber ab. Nein, ich werde nicht immer meckern, aber heute weiß ich nicht. Heute darf ich mal ein bisschen meckern. Heute. Nur heute. Ausnahmsweise. Wir haben gerade ein Rennen gewonnen, das ist schön. Wir haben jetzt die Polizei ausgetrickst, war schön. Und wir haben ein Fass gefunden. Und ich habe im Internet gelesen, wenn man genug Fässer hat, kann man Cheats freischalten. Sowas wie unendlich NOS geben oder sowas. Das werden wir natürlich nicht machen, weil wir es
regelkonform durchspielen wollen. Aber, und ich glaube, man kann es auch nicht in der Karriere durchspielen mit Cheats. Da wird die Karriere pausiert. Was ja verständlich ist. So, dann, wo ist die Abkürzung? Ich muss mir langsam auch mal die Map so ein bisschen merken. Wo sind die Abkürzungen, wenn ich hier dann wieder im Rennen langdonnere, dass ich merke, fick dich. Scheiß SUV-Fahrer. Dein eines Balk musste zur Schule fahren mit dem SUV, die 3 Meter von zu Hause. Dir werde ich das Fürchten lehren. Du wirst nie wieder in ein SUV steigen. Ich hingegen schon, denn ich muss 6 Rennen mit einem SUV gewinnen. Also, ob ich will oder nicht, ich muss es tun. Obwohl ich noch gar keinen gesehen habe. So, warte mal, hier ist auch eine Abkürzung. So, links rum. Zack. Der flüchtet doch vor mir da oben. Jetzt ist der abgebogen, seht ihr das? Der hat Angst. Der will einfach gar nicht gegen mich fahren. Der hat einfach die Hosen gestrichen voll. Gott, ist das eine Nervensäge. Warum fährt er denn jetzt weg? Die Frage ist, ob ich gleich crashe, wenn ich bei ihm bin. Oh ja, mal durchrasen. Weil es ergibt gar keinen Sinn, mit der Karre jetzt das Rennen anzufangen. Denn wenn ich kurz vorm Ziel dann crashe und total Schaden habe, das wäre natürlich richtig böse. Die Polizei ermittelt mal wieder. Das gibt's doch wohl nicht. Schnell, Reparatur, bitte. Oh, ich hätte beinahe den Falschen herausgefordert. Es war gar nicht hier der Ampel-Johnny, sondern es war der davor. Mach das weg! Alter, mach's weg, dass du das nicht wegdrücken kannst. Es ist so nervig. Du bist gerade irgendwo, willst was sehen, die Polizei verfolgt dich und dann labert der mir dann komplett ans Ohr. So, dich will ich. Ach, komm jetzt hier. Müssen wir hier rechts runter? Ne, müssen wir nicht. Fucker. Alter, da konnte ich den Noss nicht mehr drosseln. Da hat es mich mal wieder in den nächsten Truck reingehauen. Aber nichtsdestotrotz krieg ich den kleinen, den Mikrosieg, den krieg ich schon mal. So, nächstes Rennevent. Jetzt müssen wir gewinnen. Der war orange, ne? Das heißt schweres Rennen. Das heißt, ich werde ausrasten. So, River Valley, let's get ready. Okay, da benutzt einer seinen Noss. Oh, meine Fresse! Ich will mich gegen die wehren und da kommt wieder genau auf meiner Spur, kommt da, ne? Hans Horst von Wurstenberg. Ich muss, glaube ich, hier mehr Lichthupe machen. Fickt euch! Es ist mitten in der Nacht. Strengstes Fahrverbot für Assis und Idioten. Okay, hier sind alle hängen geblieben. Allgemeine Verunsicherung. Zack. So, wir müssen jetzt hier vorne wieder mitwirken. Boah, keine Chance, Mann. Keine Chance auszuweichen, ist zu fast. Ist einfach so schnell. Und wenn du siehst, du willst irgendwas machen, hast du schon wieder keine Kontrolle mehr. Vielleicht ist es dann tatsächlich besser, wenn ich den Fokusmodus nehme. Da soll man wohl das ganze Geschehen in Zeitlupe wahrnehmen und besser lenken können. Oh nein, ist da zu weit weg. Ich hatte den Nos fast voll. Die Verbindung zum Controller wurde verloren. Habe ich noch einen zweiten? Warte mal. So. Kein Problem. Kein Problem.
immer einen Ersatzcontroller dabei. Einfach perfekt vorbereitet. Ich meine, klar, perfekt vorbereitet wäre es, wenn ich ihn geladen hätte, aber... Sind wir Hand aufs Herz. Wer denkt an den Scheiß, wenn man nicht gerade irgend so ein Ladeding, so eine Ladebuchse hat, wo man es wirklich reintut? Ansonsten, das vergisst man doch immer. Sagen wir, jetzt hier geht's fett links rum. Das war geil, Agro-Mod. Wenn ich rankomme, dann habe ich ihn. Boah, die zirkeln da wirklich durch. Guck dir das an. Ich hoffe, es geht hier lang. Nein! Oh, wo lang? Ja. Oh, Mann, los jetzt, fahre! Oh, fuck off, Alter, fuck off. Wieder so schnell unterwegs, dass du keine Chance hast zu manövrieren. Ah, the dead end. Fucking dead end, keine Chance. Du musst halt die Strecken einfach in und... Was ist denn das für furchtbare Musik? In- und auswendig können, das war einfach so mit Ansage. Ganz, ganz schlimm. Fuck, Alter. Der Todesschrei des Van Fürde Franz. Es war so, ich wusste, das war's. Karre ist auch mega Schrott. Alter, ich habe doch hier nur Rock und Metal reingemacht. Warum kommt denn dieses komische... Und was eben so hart ist, guckt euch das so an, ey, ein Fehler... Und der bringt dich so weit zurück in dem Spiel. Das finde ich einfach so krass, dass es so absolut schwer ist. Also Midnight Club ist wirklich krass. Da war einfach Underground. Need for Speed Underground ein Witz gegen. Da gab es auch schwere Rennen, aber das war einfach ein Witz gegen das Spiel hier. Es ist einfach viel zu schwer, das Spiel. Sorry, es ist ohne Mist, es ist einfach... Es ist einfach so... Oh, fuck you. Es ist so unglaublich schwer. Ja, es war ein Crash, ey. Das war so geil. Ah, oh, ärgerlich. Aber geil, irgendwie auch geil, ne? Aber du willst halt auch mal so ein bisschen Progress haben. Aber du kriegst so auf den Sack. Du musst dir genau überlegen, benutze ich jetzt diesen Speed-Windschatten-Bonus oder ist es dein eigenes Ende? Du kannst ihn einholen, aber das Problem ist, du kannst ihn nicht abbremsen. Das Ding wird durchgezogen. Das ist wirklich sehr, sehr bescheuert. Aber okay. Ich habe ja gesagt, es war ein orangenes Rennen. Es ist damit als schwer deklariert. Die haben dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Bums unter der Haube als wir. Aber ist halt so. Da kann man meckern. Komm rum! Oh. Sorry Leute, da muss man aggressiv mit reinquatschen in die Karre. Fucker. Da wollte ich den Drift einleiten und es ging nicht. Hat nicht gedriftet, die Scheißhauskarre. Jetzt gib mir doch mal den Agro-Mod. Wozu habe ich denn das bestellt hier? Mann. Das Problem ist natürlich auch mit der Einstellung, wie ich gerade rangehe, wird es nichts. Ist einfach zu aggressiv. Ich bin zu aufgewühlt. Da passieren halt die Fehler. Hier muss ich mir merken, die Abkürzung nach da unten ist scheiße. Die ist einfach richtig schlecht. Ja. Hier die Abkürzung kann man sich auch schenken. Guck dir das an, der macht eben einfach keinen Fehler, ne? Bei mir wird er früher oder später denn doch wieder passieren. Unvermeidlich. Er muss einfach einen Fehler machen. Was halt geil wäre, wenn man als Special-Fähigkeit nochmal so ein
hauchnass bekommen könnte. Ah, ich bin falsch abgebogen. Das hasse ich so an diesem Spiel. Das hasse ich echt an diesem Spiel. Damit hast du das komplette Rennevent verloren. Weil du einmal falsch abgebogen bist. Einmal falsch abgebogen, alles im Arsch. Du hast keine Chance mehr. Es gibt keine... Gibt's eine Zurücksetzen-Taste? Gibt's doch nicht, oder? Weil... Soll ich jetzt diesen Sprung, den ich gerade gemacht habe, soll ich jetzt zurückfahren? Den Berg hoch? Durchs Ziel? Das ist... Ah, das hat so viele Lücken, das Spiel. Es ist nicht zu Ende gedacht. So, ich halte jetzt mal ein bisschen die Klappe. Denn meine Schimpf-Eskapaden, die gehen mir gerade auch selber auf den Sack. Und ich will das Event will ich heute noch gewinnen. Ich glaube, ich sollte mir kleinere Ziele setzen. Ein Rennen, ein Turnierbaum pro Part reicht völlig aus. Dass du hier nicht rumkommst, also du fährst 40 Meilen pro Stunde und kriegst keine Kurve. Ich wollte die Klappe halten, dann war ja was. Lenken! Ich lenke voll nach rechts! Es passiert nichts! Ich wollte die Klappe halten, da war ja was. Ist halt auch sowas, ne? Die Steuerung von Need for Speed ist halt irgendwie immer gut. Das hier ist... Nee. Ist nicht perfekt. Es ist... Es hat was. Es ist nicht schlecht, aber... Es ist nicht so griffig wie ein Underground. Underground 1 sowieso. Beste Rennspiel. Es gibt viele Rennspiele, die gut sind, aber es gibt selten welche, die ich wirklich als herausragend perfekt. Und das ist Underground 1. Need for Speed Underground 1. Hammer. Und Flatout 2, würde ich sagen. 2. Das sind wirklich zeitlose Klassiker. Kannst immer wieder spielen. Midnight Club, würde ich sagen, ist ein sehr gutes, sehr, sehr gutes Rennspiel. Definitiv. Sehr gutes Rennspiel, aber es fehlt das i-Tüpfelchen zu herausragend. Ich meine, es baut natürlich... Jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich hier rechts. Das war der Fehler. Jetzt muss ich... Keine Ahnung. Viel zu kompliziert ja alles. Es ist natürlich die Grundlage für zum Beispiel ein Burnout Paradise. Ne? Das ist eigentlich der Prototyp. Mit ganz viel Need for Speed Underground Flair, was eigentlich richtig geil ist. Wenn es nicht so verdammt schwer wäre. Das ist echt so unglaublich schwer. Und es ist eben so, dass ich mich größtenteils gar nicht, also ich kann mich manchmal nicht so richtig auf die Strecke fokussieren. Weil du eben immer noch unten 15 mal gucken musst, welche Straße muss ich jetzt mitnehmen. Ich find's schon geil, wenn da wenigstens ein paar Leute stehen würden, die in die Richtung zeigen, wo du hin musst oder so. Oder? Halt wie Fast and Furious, da standen ja auch Leute. Und haben dann gejohlt. Das kannst du ja hier auch machen. Dass du wenigstens weißt, ja, jetzt nach rechts. Jetzt nach links. So, erste Runde. Das war der erste Streich. Eigentlich eine geile Runde, muss ich sagen. Jetzt, wo man so einfach mal gefahren ist, boah, durchaus Spaß. Also, wir können festhalten, hier sind Abkürzungen nicht zielführend. Ja, sagte er und wurde von allen überholt, die eine Abkürzung nehmen. Nehmen alle die Abkürzung. In der ersten Runde haben sie die nicht genommen. Okay, hier scheint sie nicht so sinnvoll zu sein, die Abkürzung. Dem musste ich eine mitgeben. Das war ein innerliches Bedürfnis. So, warte mal, jetzt muss ich hier aufpassen. Hier kann wieder einiges in die Hose gehen. Also ich muss mir auch so ein bisschen das taktische Fahren besser aneignen. Ne? Nicht immer nur rasen. Gerade wenn man Erster ist, ist es eigentlich besser, wenn man den Agro-Mod hat, seine Position
ruhig zu verteidigen. Auch mal abbremsen, sich teilweise überholen lassen und dann mit Aggro einfach rein. Bam. Respekt verschaffen. Zack. So meine ich das, ne? Einfach mal ein bisschen verteidigen. Ein bisschen die Schultern raus, sagen. So, oh, habt ihr das gesehen, wie der aufgeploppt ist, der Gegenverkehr? Ja, Johnny. Johnny, be good. So, drive left. Win fast. So, jetzt wird's knifflig. Außenrum. Und die zweite Abfahrt bitte nach rechts. Hier. Hier rein. Hier rein. Nächste Abfahrt links. Ja, wir haben's. Die Strecke zumindest begriffen. Gewonnen ist hier noch gar nichts. Das kann ich sagen. Gewonnen ist hier noch überhaupt nichts. Da kann noch einiges schief gehen. Aber schöne Strecke. Sehr schön. Es gibt natürlich in dem Spiel so viele Strecken, dass ich mir die nicht merken kann. Das hat mir zum Beispiel auch bei Underground 1 so gut gefallen. Es gab eine relativ überschaubare Streckenanzahl. Das ist, finde ich, auch ein großer Pluspunkt, wenn du einfach nur gute Strecken hast, aber die sind überschaubar. Underground 2 gab es schon wieder so viele, die nicht wirklich im Kopf auch hängen geblieben sind, waren gut, keine Frage, das Spiel ist herausragend gut, ja. Aber für mich ist Underground 1 immer so ein Tüpfelchen besser gewesen. So, einmal NOS haben wir genommen. So, einmal NOS haben wir noch. Da habe ich jetzt alles gezündet. Aggro und NOS. Einfach alles. Dass der... dieser Penispickel mich nicht überholt. Ich habe es gesagt. Ich wollte es nicht sagen, aber es musste raus. Wie dieser Sack einfach mich in der letzten Kurve noch mit NOS überholen wollte, ne? Okay, ein Rennen. Warte, da muss ich jetzt auch erstmal gucken, wo geht's hier lang, ne? Sonst ist das ja alles. Ja, ist das ja alles nicht so, wie ich das vorstellen kann. So, wir fahren nach oben. Okay. Wir fahren eine große Runde und dann fahren wir da hinten Serpentin wieder zurück in die Stadt. Aha. Sehr gut. Einfach zu merken. Easy. Einfach immer nur der dicken Wurststraße hinterher. Oh ja, ich bin drin, Leute. Ich bin wieder drin. Ich habe die Motivation gefunden. Definitiv. Komm, gib it. Ah, oh, da ist er zu weit weg. Oh, da hat er sich verdriftet. Was ich auch ziemlich geil finde, dass wenn es regnet, du merkst einfach, die Traktion geht wirklich früher flöten. Bei Need for Speed Heat hat es ja auch oft geregnet. Sonnenschein, Regen, immer hin und her. Und die Fahrbahn hat sich wirklich schön optisch verändert. Aber fahrtechnisch war das doch immer gleich, oder? Und hier verändert sich das wirklich. Okay, ihr fahrt da lang. Nehmt damit die längere Strecke in Kauf. Boah, Autobahn wieder gerappelt voll. Okay, der fährt da hinten. Natürlich, kannst natürlich die Abfahrt durchfahren. So, ich darf vor allem eins nicht, die Abfahrt verpassen. Denn das wäre natürlich... So, ist hier die Abfahrt. Ja, das ist so. Und jetzt geht's hier unten lang. Na, seht ihr? Das weiß ich doch noch. Das weiß ich doch noch. Die Strecke hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Und des Öfteren bin ich da auf der Autobahn einfach geradeaus durchgeprescht. Ja! Schön gelabert, der Musik mitgewippt. Und dann auf einmal, Moment, wo sind denn alle? Ach so! Ja, vielen Dank. Für nichts! So.
Ja, danke. Die Abkürzung ist, glaube ich, gar. Oh, natürlich, es geht rechts rum. Guck dir das an, Alter, da brettert die einfach. So, das ist jetzt die Serpentinstrecke. Jetzt muss ich abliefern. Gab's hier nicht irgendwo eine Abkürzung, die man immer so schlecht sah? Ja, mich hat gerade einer überholt. Hier gibt's die Abkürzung. Ich nehme mal die Abkürzung, auch wenn ich gesagt habe, die ist kacke. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Weg. Das war schlecht. Krass, und jetzt ziehen die mir davon. Ne? Die haben eine Abkürzung richtig gut genommen. Konnten da ohne zu bremsen durch. Fuck, sind die schnell. Und jetzt kommt natürlich bald das Ziel nach dem Serpentin. Oh Mann, ist aber genau auf meiner Strecke, ne, wo ich gerade langnosen will. Kannst du dran vorbei wollen? Scheiße. Ein Fehler gemacht. Da war ja gar kein Fehler, ich weiß gar nicht, ja, die haben halt die Abkürzung genommen. Ja, shit happens, so ist es halt, ne? Ich dachte, ohne Mist, das wird ein sicherer Sieg. Ganz sicherer Sieg überhaupt, kein Problem. Akkustufe 2, cool. Hab überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier verlieren kann, aber Alter, der ist dann mit Noss an mir vorbeigezogen. Lacht sich da ins Fäustchen, der andere folgt ihm und ich bin aus dem Rennen. So schnell kann es gehen. Vielleicht ist meine Taktik auch die falsche. Vielleicht sollte ich irgendwen vorfahren lassen und dem hinterher donnern und dann auf der Zielgeraden Agro reinhauen. Guck dir das an, Alter, was der für eine Beschleunigung hat. Wir müssen danach auf jeden Fall in die Werkstatt gehen. Ich habe das Gefühl, da gibt es ein paar Upgrades, die für unseren Skyline lauern, weil, Alter, der hat Pfeffer unter der Haube. Die nehme ich mit. Ja. Akko. Mach weg. Dreimal gedrückt. Oh! Er schlottert aber vor mir rum hier. Ich wollte einfach nochmal auf die Straße fahren. Er sieht mich und bremst extra noch ab. Ja, verpiss dich, Alter. Ja, wieder aufgeploppt, ne? Die Abkürzung finde ich gar nicht gut. Fünfter. Fünfter von fünf. Dritter, zweiter, erster. Alles klar. Also man kann sich auch nicht mal drauf verlassen. Hier fahren die, glaube ich, links, die Abkürzung. Na, da kannst du durchbrettern. Ja, da kannst du durchbrettern. Definitiv der bessere Weg. Definitiv der bessere Weg, gerade wenn man Noss hat. Okay, das ist wieder unsere kleine Strecke. Das kleine Scharmützel. Da oben lang und... Oder? Nee, jetzt kann ich hier direkt rechts. Okay, er ist hängen geblieben. Er hat die magische Grenze wahrscheinlich unter 70 Meilen pro Stunde erreicht. Und dann ist der Baum leider nicht mehr durchgängig, sondern dein Ende. Sorry. So. Also was sehr interessant ist, dass wir jetzt eigentlich die Strecke vom ersten Rennen fahren. Whoops. Nur eben so leicht abgewandelt. Ihr merkt schon, der Lerneffekt ist dann schon vorhanden, ne? So, jetzt, liebes Spiel, darfst du das Rennen für mich beenden. Aber es geht auf die Autobahn erst noch, ne? Rechts rum. Lob mich nicht zu früh, Freundchen. So, gleich wieder runter von der Autobahn. Jawoll. Nur ein kurzes Intermezzo. So, das gönnen wir uns mal. Ich hoffe, dass alle rein crashen. Ja, so ist es auch. Also ganz ehrlich, Agro-Mod ist einfach. Einfach das Beste. Fuck yes!
Auf der Autobahn muss ich mir merken, wenn wir abfahren, einfach Akkromod rein und dann für Zerstörung und Verwüstung sorgen. Geil! Valley Match. Der erste mit 2 Siegen gewinnt. Yeeha! Geil, Leute. Na, da haben wir doch heute noch 2 Sachen geschafft. Part hat ein bisschen Überlänge, aber das gehört heute auch dazu. Und das Dub Hollywood Turnier ist eröffnet. Der Preis ist ein Chevy Camaro Dub Edition. Geil, da freuen wir uns drauf. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Das nächste Mal werde ich wieder richtig aggressiv rangehen, denn nur so können wir uns in Midnight Club durchsetzen. Abonnieren, liken nicht vergessen.